Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zur MSN mit Grants. MSN Edition. Hier MSN ist ein kleines Mädchen drin. Deluxe Edition. Stuart, ich hätte gerne ein Stückchen Torte. Okay. Der Typ hier im Pokémon-Spiel, wie alt ist er eigentlich? Ist er nicht 12 oder so? Ja, 13 oder irgendwie sowas. Sagt er dann hier so, ach so, eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Ich heiße immer mit Knuddeluff. Was sagt Knuddeluff? Knuddeluff. Sehr nice, geil, sehr nice. Du solltest vielleicht die Pokémon synchronisieren. Wäre geil, ne? Dann müsste ich aber immer so machen. Oh nein, sind das ja alles Trainer? Ich weiß nicht. Oh Gott, der eine schon. Oh, der eine auf jeden Fall. Welchen hast du? Ich bin total im Pokémon-Fanat, du auch? Ja, ich hab den auch gerade. Was hat er gerade? Teenager, der hat Radfratz garantiert. Der hat Nidoran Manly. Oh! Nochmal vergiftet, Level 21 gecheatet, doch. Scheiße, die werden langsam echt hoch. Der hat doch an. Yo, Hornattacke setzt richtig zu. Ne, bei mir hat er nur Giftstachel gemacht. Oh, jede Welle, ich vergifte mich beim letzten Kopf. Bei der letzten Kopflos. Yo, ich habe ihn besiegt mit 2 Flügelschlägen. Yo, vergiftet, alles klar. Aha. Wow, du bist cool, sagt er zu mir. Setz ich jetzt gegen Gift ein oder renne ich ins Nebencenter? Ich spreche schon mal den nächsten an. Wir machen eine große Weltreise. Okay. Was sagt sie? Ach, ich habe den Durchbruch gefunden. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Und er hatte jetzt 6 Pokémon oder so. 6 Papa, du. Und den Trainer habe ich noch nicht gesehen. 2 hat sie. Höre Anne. Wow. Auf der MS Anne, die Anne. Boah. Ein Taubsi Level 18, das ist schon heftig. Gegen Flug habe ich auch immer noch nichts Vernünftiges. Das ist halt das Doofe, das wird halt, Tauboga wird halt hart zusetzen, glaube ich. Volltreffer schon wieder. Das Taubsi habe ich umgelegt. Ich war mal Kopf noch. Ja, ich hab's auch, aber ich hab... Wow, yo, und danach hat sie nochmal unser Lieblings-Pokémon. Schon wieder Nidoran. Jo. Obwohl, das finde ich gar nicht so schlimm, dann wechsle ich nämlich einfach jetzt auf Nidorina. Boah, ein Volltreffer. Schreckt es zurück? Das wäre cool. Mit Double Kick. Kratzer. So, das soll ein Kratzer sein? Das ist ein Kratzer! Lol, Doppelkick macht genau 2 Schaden. Weniger geht gar nicht. Ich muss mein Kindwurm gleich entweder heilen oder gegengiften. Das hat nämlich nur noch 4 KP. 4? Ja. Stirb! Ich weiß nicht, ob ich es in dem Raum schaffe. Nee, mit 4 Schritten. Jawohl, das zweite Pokémon ist auch noch vergiftet. Das heißt, ich kann nicht mal versuchen, drüber zu gehen. Hast du kein Gegengift mehr? Ey, wenn du jetzt kein Gegengift mehr hast, ne? Was dann? Dann stirbt das! Ja, komm, dann stirbt das! Ist... Aber Kindwurm! Ja, ach, was das ist dein Bestes! Ich gehe mich auf jeden Fall erstmal wieder heilen. Ihr kennt das Spielchen ja. Okay, ich habe 5-mal Gegengift, ich kenne meine Achillessehne. Aber ich gehe mich doch eh heilen, das ist so useless, dass ich jetzt das Gegengift eingesetzt habe. Naja, wenn er jetzt gestorben wäre. Die können in der Edition noch sterben, denk dran. Durchbruch, ey. Ein Darmdurchbruch. Wie, die können in der Edition noch sterben? Ja, die können an Gift sterben noch in dieser Edition, wenn man geht. Oh, ich gehe immer in den falschen Raum, wenn die jetzt nochmal kämpfen wollten, hier die Typen mit dem Vulkano, ne? Das wäre schon krass. Rematch! Psst, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge das Team Rocket. Psst. Und naja, das ist wieder ein Typ hier in Dings, kannst du dich dran erinnern. Ja, ja. Als ich den gesprochen habe. Oder wie hieß der nochmal? Der war krass, als ich den gesprochen habe. Da hatte ich echt Halsschmerzen danach. Wo gehen wir danach lang, Goro? Die Treppe hoch einfach direkt? Was ist das denn für ein Typ hier? Der Geheimagent? Der macht nichts. Runter? Nee, also, hoch geht's da. Ja, aber sollen wir. Achso, da runter, ja, kommen wir auch. Ja, aber in die Küche. Oha. Es gibt viel zu tun, nie kann man mich ausruhen. Im Abfalleimer habe ich eine merkwürdige Beere gesehen. Ich frage mich, was da genau war. Ja, die habe ich gleich rausgefischt. Ich hab einen Superball gefunden. In allen Apfeleimern. Ich bin der Chef der Cuisine. Der Hauptgang ist Currywurst. Immer muss ich die Zwiebel schälen. Ja, der hier stimmt. Eine Maronbeere, okay. Der Hauptgang ist Lachsfilet. Eine kulinarische Köstlichkeit sondergleichen. Hä, wieso warst du bei mir? Bei mir war es Currywurst. Gibt viel zu tun. Achso, nee, mit dem hab ich schon geredet. Will er hier? Im Apfeleimer habe ich eine Beere gesehen. Achso. In allen Abfalleimern gibt's Bären. Ja, ich hab die alle mitgenommen. Jetzt gehen wir aufs Deck, oder was? Ein Superball. Einfach nach oben wieder, oder was? Ja.
Ist ja nichts anderes mehr. Ich gehe die Treppen hoch. Was sagt er hier? Das luxuriöse Traumschiff fährt exklusive Trainer zu See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. So, hier müssen wir aufpassen. Am Ende des Gangs kommt Gary, glaube ich. Also jetzt erstmal links rein. In die ja, ich gehe erstmal direkt da rein. Wer ist er denn hier? Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus wie Relaxo. Okay. Sieht so ungefähr aus wie Gräns morgens. Ja. Nur, dass der ein bisschen munterer aussieht. Oh ja, die stehen doch schon so, als ob sie kämpfen wollen. Die zwei Boys, ey, direkt. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe, in Carpador. Nee, kein Carpador. Goldini? Ja. Ah, okay. Hat er sich ein echtes Goldini an Land gezogen, der Typ. Ja, die haben echt schon ein hohes Level, ey, teilweise. Ja, Level 17, da fand ich das Nidoran eben auf Level 21 schon ein bisschen heftiger. Das stimmt, ja. Oh, die Hornattacke. Rutenschlag. Ich habe immer ein bisschen Angst vor so einem random Volltreffer. Ja, wenn die Zuschauer mir wieder zustimmen, das wird so nichts mit random Zutreffern. Volltreffern ist das nicht so schlimm. Ist ja nur, die Chance ist ja auch nur 6%, Goro, falls du es noch nicht wusstest. Achso, habe ich gehört letztens. In der Relegation haben wir noch 0-0. Schnell noch einen Ruckzuck-Hieb, ey. Kindwurm erreicht Level 20. Ah, mein Schwalbini Level 21 auch jetzt. Jawohl, da holt er nochmal einen Teltacher raus. Oh, nicht so ein Drecksvieh. Doch. Hä, bei mir hat er noch einen Goldini. Ja, dann weißt du, was das letzte ist. Der hat drei, oh Gott. Mich schon in Sicherheit. Oh, die geben aber gut EP, ey. Hätte ich nicht gedacht. Ja, jetzt hat er noch einen Goldini, das ist richtig. Die Goldinis machen vor allem nur Rundenschlag, ne? Ich weiß nicht, meine Verteidigung muss schon so niedrig sein, wenn er jetzt gleich Tackle macht, bin ich wahrscheinlich tot, ey. Boah, 400 Erfahrung. Wow, er hat mit einem HP überlebt. Wer? Gar Goldini. Wow. So, ich denke mir so, jawohl, Alter, 400 EP ist ganz schön heftig. Und 612 Pokédollar sind auch heftig. Ja. Andere wollten natürlich auch. Der Wettstreit mit Jugend hält mich die Jugend. Ach, kein Superschall, danke, ging daneben. Ist das auch so ein Satz von pädophilen Leuten, so von wegen der Wettstreit mit Jugend hält mich. Oh nein, der Superschall trifft wieder in der letzten Runde, das darf doch nicht angehen. Der hat ein cooles Pokémon, ey. Buffy ist verwehrt, Leute. Sag ich dir jetzt, was ein Pokémon da hat, oder lass ich dich auch nicht mehr? Ist das ein Gentleman? Ein Mental Gen. Mental Gen. Ich was glaubst halt, du denn, was er hat? Ja, bestimmt auch wieder so ein Vulcano oder Magnetilo oder so eine Kacke. Ja, oder Vulpix, keine Ahnung. Also mein Pokémon ist jetzt paralysiert. Ich will deine Zuschauer nicht spoilern. Level 21. Kindwurm hat's geschafft, aber ich sollte heilen gehen, wenn's paralysiert. Ich glaube, ich gehe auch heilen. Der Mental Jam. Obwohl, komm, Buffy schafft das noch. Dahinter gibt's Sternenstaub. Dafür machen wir den ganzen Scheiß hier, weißt du? Mhm. Der Mantle-Gen will kämpfen, Leute, und er sagt... Ja, das war ja der. Widerlich. Ja, kannst dich auf das Pokémon freuen, was er hat. Pikachu. Level 23, wow. Mhm, das ist ganz schön heftig. Es hat bei mir irgendwie dreimal Doppelteam gemacht und einmal Dollar. Oh nein, bei mir macht es auch Doppelteam. Oh, jetzt treffe ich das auch wieder nicht mehr. Wenn ich deswegen jetzt verliere, ey. Waren wir im dritten Raum schon? Ich glaube, ich war jetzt gerade nur in dem einen hier. Ich habe schon Leute auf Pokémon übers Wasser gleiten sehen. Pokémon können Büsche mit dem Zerschneider klein hacken, aber vergiss nicht, Zerschneider ist eine VM. Wer sie einmal gelernt hat, kann sie nicht so einfach vergessen. Aber ich weiß ja gar nicht, was. Ja, Pikachu hat mich angegriffen, wurde vergiftet. Sehr schön, da hilft Doppelteam auch nichts mehr. Besiegt. Oh Mann, im nächsten Dings, da wollen die einen echt verarschen. Ich gehe aber erstmal heilen, Junge. Da war ich ja schon. Der Tanko. Ha, da fühlt man sich gleich jünger. Nicht so noob wie du. Noob. Ah ja, Sternstaub soll ich auch mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin. Lass den liegen, da bringt er nichts. Wann lernt Kingwurm denn endlich mal eine Drachenattacke eigentlich? Nie. Nee, echt? Doch, irgendwann haben wir doch mal geguckt gehabt. Aber erst recht spät, glaube ich. Drachenschlag oder so, keine Ahnung. Drachenschlag. Ist auf jeden Fall Level 21. Irgendwas mit Drachen. Und er versucht Energiefokus zu erlernen. Das werde ich auf jeden Fall nicht lernen.
Raum Nummer 3. Ich habe schon Leute auf Pokémon übers Wasser gleiten sehen. Oh, auf Level 25 erlernt er Glut. Das ist cool. Pikachu! Oh, wieder Doppelteam. Ich könnte kotzen. Oh, und paralysiert wieder. Oh, ne. Ach, da, die, okay. Wo warst du, als die Party lief? Oh, die hat mich voll angemacht, Goro. Ja. Die Göre. Und die hat auch schon wieder so eine kokette Haltung und streckt mir voll den Hintern entgegen. Ich kann fast ihr Höschen sehen. Olivia, was ist los mit dir, ey? Was würde Papai dazu sagen? Ihr Papa steht ja daneben. Nee, Papai. Achso, Papai. Stimmt, das ist ja Olivia. Ihr Vater daneben, was hat der? Was magst du lieber, starke oder seltene Pokémon eigentlich, Grenz? Seltene. Seltene. Na. Das sind Mental Gen. Mental Gen, ey. Oh, Buffy entwickelt sich bald. Der Mental Gen packt auch direkt. Oh, auf. Nicht schon wieder ein Pikachu, Goro. Ja, das hat mich auch paralysiert. Und es macht wieder Doppelteam. Wer lernt sein Pokémon immer nur solche Attacken? Ich weiß es doch auch nicht. Boah, Alter, ich hab ihren Opa hab ich direkt fertig gemacht. Nochmal ein Doppelteam. Pikachu, berühr mich doch einfach, dann kriegst du wieder Gift, ey. Fass mich an, Pikachu. Oh, krass, das Pokémon hätte ich jetzt nicht erwartet. Mental Gen. Oh, Rutenschlag, ey. Der Pucano, ey. Oh, nicht schon wieder. Und sein anderes ist... Nein, Statik von Pikachu hat mich noch paralysiert im letzten Hit und der Kampf ist vorbei. Leck mich. Ja, mich ja auch. Oh Mann, Olivia, ey. Olivia Jones, ey. Okay, jetzt... Okay, Angriff. Mach nochmal eine Kopfnuss. Wieder Heuler, ich kann ja gleich gar nichts mehr abziehen. So, was sagt der denn? Was magst du? Ach, der. Okay. Ja, das ist der. Und ich nur so zu ihm. Geh dich gar nichts an, Silvio. Ja. Hör auf, mir zu sprechen. Silvio hat starke. Wieder Doppel-Fucano, oder was? Nee, das zweite ist Ponita. Okay, das ist ein schönes Pokémon. Ja, es hat mich aber gerade. Knarre! Mein Kindwurm hat noch sage und schreibe 3 HP. Alter, wieso stirbt er denn nie? Intensität, los geht's. Ey, du hast voll Glück, ne? Du hast eben 4 und jetzt 3. Was? KP. Achso, ja, hab ich wirklich, aber jetzt. Aber jetzt ist er tot. Ich zieh meinen Hut vor dir, wow, sagt er, wenn du ihn besiegst. Und dann lässt er echt. Der lässt halt wirklich ein. Der alte Mann. Was lässt er ein? Ich hab das gar nicht verstanden. 1100 Pokédollar springen. Ja, das ist ein Gönner. Das ist, weil seine. Die Tochter. Ich heile deine Pokémon. So, ich hab ihn auch. Boah, 500 Erfahrung! Okay, ich muss aufpassen, mein eines Pokémon ist jetzt schon Level 22. Wir machen das schon relativ gut hier auf der MSN, ne? Kommen wir gut durch, ey. Ich weiß nicht, kann ich in alle Räume gehen oder wann kommt Gary? Gary kommt, glaube ich, ganz am Ende dieses Ganges, glaube ich. Ich würde aber gerne nochmal auf Deck gehen, eigentlich. Wo bist du jetzt? Beim Gentleman einen weiter noch? Einen weiter noch gegangen, ja. Aber ich gehe nochmal heilen lieber, weil ich habe auch eine Paralyse im Team. Ist nicht mein so Papa war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Hast du die Safari-Zone in Fuxania? Es gibt dort sehr. Alles klar, ich gehe auch nochmal in den letzten. Wo ich nochmal so hingehe. Irgendwie. Die sehen doch schon so aus, als wollten die kämpfen. Hast du Push to Talk, Goro, oder nicht? Nein, wieso? Weil du manchmal bei mir mittendrin abbrichst, irgendwie. Kann aber auch dran liegen, vielleicht habe ich gerade eine schlechte Verbindung oder so. Also hier wollte keiner kämpfen im vorletzten. Nee, im letzten auch nicht, aber die habe ich gerade erst angequatscht. Okay, dann lass aber nicht weitergehen. Ich meine, da kommt Gary fucking Oak dann. Du hast Dings hier. Der Captain war. Achso, der Captain war kreidebleich. Ich habe erst verstanden. Ja, ja, der kotzt, ja. Lass mal hier nochmal aufs Deck gehen. Viele Leute werden leicht seekrank, sagt der andere. Also nach oben jetzt wieder. Nein. Also geh zurück. Ja, und dann die Treppen hoch. Ah ja, genau, okay. Ja, ich dachte gerade, du gehst jetzt da Gary entgegen. Ja, ja. Der Captain ist ein Meister des Schwertkampfs. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Meister des Schwertkampfs aber muss brechen, wenn er das Boot losfährt, ey.
Sperrstunde. Die Party ist. Achso, mach ruhig. Die Party ist vorbei, weil ich hab schon weggedrückt. Achso, das Schiff. Oh nein, der vorne will kämpfen. Hey, wie wär's mit einem Tänzchen? Das ist ein Matrose. Ich werde ja dann wieder Tentacha oder so eine Scheiße. Den hab ich auch gerade angesprochen. Macholo! What? Macholo. Warum denn jetzt Macholo auf einmal? Das, die haben doch entweder. Die haben immer so starke Pokémon. Also so. Goldini ist jetzt aber auch nicht so stark. Also Kind. Ist es stark? Kindwurm ist schon stark, oder? Also im Endeffekt genau wie ich. Naja. Als nächstes hat er Muschas. Alter, Fußkick schon wieder, ne? Ich habe so Angst vor Fußkick, seit ich letztens auf die Fresse gekriegt habe. Oh, Muschas hat Tackle ein, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe ihn besiegt. Ah, Muschas hat so eine hohe Verteidigung. Aber mir hat er drei. Also, Macholo ist die ganze Zeit zurückgeschreckt durch Kopfnuss und Muschas auch einmal. Was war erlaubt? Level 24. Buffy, ne? Hat Biss erlernt, mein lieber Freund. Bin beeindruckt, sagt er. 24 war erlaubt, ne? 24 ist Max. Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Brr, ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Ahoi, bist du Seekran? So, Muschas. Ja, da will noch einer kämpfen. Der andere Matrose nach unten. Ja, okay. Machen wir den noch? Oh, den mach ich nochmal. Der hat nochmal Macholo. Guck mal, dann können wir nächstes Mal Gary fucking Oak machen. Stimmt. Aber vorher heilen, bitte. Halt, warte, gegen wen kämpfen wir jetzt? Gegen den Matrosen. Ja, genau, da hat Macholo. Nur ein Macholo? Warte, ich sag dir gleich, was er als zweites hat. Achso, er hat noch zweites, okay. Ein Tentacher. Dann packe ich den mal nach vorne. Ja. Also nicht vorher heilen, ich bin mir also unsicher gegen Tentacher. Oder setz dich du vor. Oh mein Gott, ich bin ihm genau in das Dingens reingerannt. Okay, das ist jetzt dumm gewesen. Oh, meine Dings hat sich. Was hat sich? Mein Dings hat sich. Ah, oh, doch nicht. Boah, ich hatte gerade wieder Disco hier. Ich muss auch gleich mal gucken, was mit meiner, ob es halt an meiner Verbindung liegt oder an deiner, weil du brichst echt oft ab. Es liegt an deiner. Teamspeak liegt es an deiner. Okay. Guck ich gleich mal, was da los ist. Dann müsst ihr diesmal einfach den Sound, obwohl es jetzt halt wieder so spät gesagt, aber Sound einfach bei Goro beihören. Der gesunde Menschenverstand hat es bestimmt euch schon verraten. Ist ja egal eigentlich, wo sie den Sound hören, weißt du? Ist ja. Schwalbini auch Level 22. Ja, ja, wir kommen jetzt in. Und Gary fucking Oak gibt uns auch noch viele EP. Ja, das stimmt. Wie kann das eigentlich sein, dass Tentacha so. Also, ich setze die ganze Zeit Absorber ein, aber das hilft irgendwie nicht. Weil es Gift ist. Das Wasser Gift. Dann habe ich dich jetzt überholt, Goro. Ich habe Tentacha gerade besiegt. Ja, ich könnte ja nochmal wechseln. Schwalbini hat geregelt, ey. Ich hätte ja auch mit. Können, aber ich dachte, dann gebe ich Duflo. Du hast Glück Pipo gehabt, sagt er, ey. Der weiß nicht mal wie. Oh! Zum Folgenende, Leute, gibt's noch mal eine Entwicklung von mir. Schwalbini entwickelt sich zu Schwalboss oder so? Jetzt genau. Schon? Nee, ne? Ja, doch. Echt? Nee, das muss doch erst noch eine andere. Hm. Hat's nur zwei? Ja. Ah, okay. Ba, 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 da, da. Schwalboss ist real, Leute, aber bringt mir nichts gegen die Arena. Okay, dann renne ich jetzt aber rein. Falls da noch jemand kämpfen will, gucken wir beim nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Nochmal auf Pokémon. Dem Deck will keiner kämpfen. Ah, okay. Nochmal Pokémon heilen. Jo, ich hab... Und dann treffen wir uns einfach vor der Kabine, oder? Matrose Titus wurde besiegt. Der gute Titus. So, was sagst du jetzt? Nochmal heilen? Ich einfach vor der Ende Kabine dann treffen, würde ich sagen. Also vor unserer Kabine. Also da, wo du dich heilst, quasi. Alter, du hast jetzt richtig Lags, wa? Ja, ich weiß. Guck mal gleich, was da abgeht. Vielleicht stoppe ich notfalls auch meinen Porno-Download. Wäre natürlich schade, weil es ist ja, mein, ist ja jetzt schon kurz nach 10, ne? Ja, eben. Irgendwann, wenn man dann schlafen geht, wäre halt ärgerlich. Ärgerlich, ne. Muss die Fantasie heute sonst meine erhalten. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Schaut nächstes Mal wieder vorbei. Und ja, lasst einen Daumen, damit es euch gefallen hat. Wir sehen uns. Haut rein! Haut rein!